Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Hinter uns liegen ereignisreiche Wochen und Monate. Durch die Corona-Pandemie waren und sind wir alle in besonderem Maße gefordert. Dies gilt auf Verwaltungsebene insbesondere für die Landkreise und kreisfreien Städte. Das gilt für die Spitzen, also für die Landrätinnen und Landräte, sowie für die beiden Oberbürgermeister. Das gilt ganz besonders auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ämtern und Fachbereichen. Sie alle haben in den letzten Monaten hervorragende Arbeit geleistet. Dafür möchte ich mich als Sozialministerin mit sehr vielen Schnittstellen zu unserer kommunalen Ebene sehr herzlich bedanken. Die gemeinsamen Anstrengungen der Landesregierung im Schulterschluss mit den Landkreisen und kreisfreien Städten zur Bewältigung der Corona-Pandemie verlangten in den letzten Wochen selbstverständlich eine Aufgabenpriorisierung. Sie verlangten eine Schwerpunktsetzung sowohl auf Landesebene als auch auf kommunaler Ebene, die mitunter zulasten der regulären Aufgabenwahrnehmung ging. Dies gilt auch hinsichtlich der Vorbereitung der Landkreise und kreisfreien Städte auf die Umsetzung der mit dem Wohlfahrtsfinanzierungs- und Transparenzgesetz geschaffenen Neustrukturierung der sozialen und gesundheitlichen Beratung. Bereits anlässlich meiner Erwiderung auf den hier und heute unter dem Tagesordnungspunkt 4 behandelten Gesetzentwurf der Fraktion Die Linke hatte ich im Juni erwähnt, dass der Landkreistag und der Städte- und Gemeindetag mit gemeinsamem Schreiben vom 7. Mai 2020 an mich die Bitte der Landkreise und kreisfreien Städte herangetragen haben, mich für eine Verschiebung des Inkrafttretens des zweiten Abschnitts des Wohlfahrtsfinanzierungs- und Transparenzgesetzes um ein Jahr auf den 1. Januar 2022 einzusetzen. Zur Begründung, Herr Koblin, das kommt also nicht von mir, wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass das Corona-Krisenmanagement in den letzten Wochen auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte Ressourcen gebunden habe, die zur teilweisen Aussetzung des begonnenen Prozesses zur Neustrukturierung der Beratungslandschaft führten bzw. führen mussten. Diese Argumentation kann ich nachvollziehen und habe deshalb dem Kabinett vorgeschlagen, eine Verschiebung zuzustimmen. Das Kabinett ist meinem Vorschlag gefolgt. Der Landesregierung ist an einer guten und geordneten Umsetzung des Wohlfahrtsfinanzierungs- und Transparenzgesetzes auf kommunaler Ebene gelegen. Daher sieht der Ihnen vorliegende Gesetzentwurf der Landesregierung eine Verschiebung des Inkrafttretens des zweiten Abschnitts des Wohlfahrtsfinanzierungs- und Transparenzgesetzes mit seinen Regelungen zur sozialen und gesundheitlichen Beratung um ein Jahr auf den 01.01.2022 vor. Dies verschafft den Landkreisen und kreisfreien Städten die ihrerseits erbetene Zeit von einem Jahr mehr. Diese Zeit soll genutzt werden, um im eigenen kommunalen Zuständigkeitsbereich Planungs- und Angebotsstrukturen einzurichten, auszubauen bzw. fortzuschreiben. Unser gemeinsames Ziel ist es, zum 1. Januar 2022 überall im Land eine qualitativ gute, bedarfsgerechte und auskömmliche soziale und gesundheitliche Beratung in eigener Verantwortung und in eigener Gestaltungskompetenz der Landkreise und kreisfreien Städte entsprechend ihrer sozialgesetzlich begründeten Verantwortung und Zuständigkeit angeboten wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein geordneter Vorbereitungs- und Umsetzungsprozess, wie ihn der Gesetzentwurf ermöglicht, stellt eine reibungslose Fortführung von Beratungsangeboten und Strukturen vor Ort sicher. Die Beratungsangebote bleiben also zu jeder Zeit bestehen. Das wollen und werden wir zum Schutz und im Interesse der Rat- und Hilfesuchenden Menschen auch unbedingt gewährleisten, da Hilfe und Unterstützung für diesen Personenkreis mir besonders am Herzen liegt. Gleichzeitig ist mir sehr gelegen an einer breiten Beteiligung bzw. Einbindung der betroffenen Fachkreise, der Organisation, der Institution, der Verbände und Vereine und schließlich der Landkreise und kreisfreien Städte. Die Berücksichtigung der Anregungen und Erfahrungen der Praktiker, der vor Ort agierenden und der betroffenen Verbände kann nur im Interesse eines fachlich-inhaltlich ausgewogenen und gut fundierten Gesetzes liegen. Deshalb habe ich den hier nun vorliegenden Gesetzentwurf der Landesregierung vor seiner Behandlung im Landtag mit den Ressorts der Landesregierung abgestimmt und in der Sache fachkundige Kreise angehört. Eben diese breite Beteiligung der maßgeblichen Akteure sah das seitens der Fraktion Die Linke zu ihrer Gesetzesinitiative, die hier kurz vorher im Top 4 behandelt worden ist, vorgeschlagene Verfahren nicht vor. Das darin vorgeschlagene Gesetz aus der Mitte des Landtags heraus hätte die gebotene breite Beteiligung nicht erlaubt.
Es hätte zu einem Ausschluss der Anhörung und Beteiligung Fachkundiger geführt. Deshalb schlagen wir Ihnen, sehr geehrte Abgeordnete, den von mir aufgezeigten Gesetzesweg vorauf. Meine Damen und Herren, ich möchte an dieser Stelle auf die Kritik der Fraktion Die Linke eingehen, dass bis weit in die erste Jahreshälfte 2020 hinein, ich darf aus der Gesetzesinitiative zitieren, keinerlei Gespräche zum Abschluss von Zuweisungsvereinbarungen zwischen dem Land und den Landkreisen und kreisfreien Städten stattgefunden hätten. Dieser Vorwurf bzw. diese Vermutung war bereits im Rahmen der Begründung der Gesetzesinitiative der Fraktion Die Linke erfolgt und er schwingt auch mit bei der Kleinen Anfrage 7/5212 des Abgeordneten Koblin, mit der der Stand der Abstimmung mit den Landkreisen und kreisfreien Städten zu den Zuweisungsvereinbarungen erfragt wurde. Ich habe bereits mehrmals darauf hingewiesen, dass dieser Vorwurf nicht zutrifft und betone dies noch einmal ausdrücklich. Den Landkreisen und kreisfreien Städten sind bereits im Spätsommer 2019 erste Entwurfsfassungen von Zuweisungsvereinbarungen zugeleitet worden, verbunden mit dem Angebot zum Einstieg in gemeinsame Erörterungen hierzu. Auch wenn der darin angeregte Diskussionsprozess zunächst nicht begonnen worden ist, sind die erforderlichen Maßnahmen und Schritte der kommunalen Ebene zur Umsetzung der Neustrukturierung der sozialen und gesundheitlichen Beratung mit den Landkreisen und kreisfreien Städten fortlaufend erörtert worden. Das Wohlfahrtsfinanzierungs- und Transparenzgesetz war wiederholt Thema der Erörterung der AG der Sozialamtsleitungen an den Vertreter der Fachabteilung und des Fachreferates meines Hauses regelmäßig teilnehmen. Letztmalig im März 2020 sind Inhalt und Ausgestaltung der Zuweisungsvereinbarung Gegenstand der Erörterung mit den Sozialamtsleitungen gewesen. Trotz Corona war der Fortgang der Diskussion und Erörterung zu den Zuweisungsverfahren ebenfalls Gegenstand des regelmäßigen Austauschs durch Telefonschaltkonferenzen der Fachabteilung meines Hauses mit den Sozialamtsleitungen der Landkreise und kreisfreien Städte während der letzten Wochen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hatte im Juni 2020 zugesagt, dass ein Gesetzentwurf der Landesregierung mit der Zielsetzung einer Verschiebung des Inkrafttretens der Regelung des Wohlfahrtsfinanzierungs- und Transparenzgesetzes im Spätsommer den Landtag zur ersten Lesung zugeleitet werden würde. Ich habe Wort gehalten und wir haben mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sogar noch weitere, ebenfalls notwendige Gesetzesänderungen im Bereich des Landesausführungsgesetzes SGB 9 und SGB 12 vorgenommen. Auch die Anpassungen der Ausführungsgesetze zum 9. und 12. Sozialgesetzbuch stehen mit der Corona-Pandemie im Zusammenhang. Das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz verpflichtet die Träger der Sozial- und Eingliederungshilfe dazu, den Bestand der sozialen Dienstleister finanziell sicherzustellen, auch wenn diese zum Beispiel im Zuge von Schließungsanordnungen oder anderen leistungseinschränkenden Maßnahmen in Zeiten von Corona keine abrechenbaren Leistungen erbringen können. Hierzu sollen die zuständigen Landkreise und kreisfreien Städte diejenigen Haushaltsmittel verwenden, die aufgrund der Leistungseinschränkung der Corona-Pandemie nicht abfließen. Das Land erstattet den Landkreisen und kreisfreien Städten derzeit seinen Anteil an den Ausgaben für Sozial- und Eingliederungshilfe für erbrachte Leistungen auf der Grundlage der vorgenannten Ausführungsgesetze. Ausgaben zur Umsetzung des Sicherstellungsauftrags aufgrund der neuen Rechtsgrundlage des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes müssen jedoch auch sowohl im Bereich der Ist-Kostenerstattung und bei der Berechnung der Abschläge für das kommende Jahr berücksichtigt werden. Auch hierzu dient dieser Gesetzentwurf. Das Land bestätigt mit der Umsetzung dieser Anpassung der Ausführungsgesetze seine Zuverlässigkeit gegenüber der kommunalen Ebene. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.